Der langjährige Nachrichtensprecher im DDR-Fernsehen Klaus Feldmann ist tot. Er starb gestern im Alter von 87 Jahren in Berlin, teilte der Eulenspiegel Verlag mit. Fast drei Jahrzehnte präsentierte Feldmann die Sendung Aktuelle Kamera. 28 Jahre war Klaus Feldmann das Gesicht der Aktuellen Kamera. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Übersicht. Von 1961 bis 1989 verlas er die Nachrichten im DDR-Fernsehen, war in dieser Position zumeist Verkünder der Erfolgsmeldungen und der Propaganda des SED-Politbüros. Seiner Sympathie bei den Fernsehzuschauern hat es keinen Abbruch getan. Sie wählten ihn 14-mal zum DDR-Fernsehliebling des Jahres. Ich hatte diesen Beruf in diesem Staat bei diesem Sender und meine Aufgabe war es, diese Nachrichten fehlerfrei und so gekonnt, das war dann meine Eitelkeit, so gekonnt wie möglich herüberzubringen. Geboren wurde Feldmann 1936 in Thüringen in der Nähe von Gera. Schon als Kind trat er im Rundfunk auf. Nach einer Buchdruckerlehre besuchte er die Rundfunkschule in Weimar und wurde 1957 Nachrichtensprecher beim Radio. 1961 wechselte er zum Fernsehen, zur Aktuellen Kamera. Nach dem Mauerfall fand die Abwicklung des DDR-Fernsehfunks ohne sein Beisein statt. Klaus Feldmann war zu dieser Zeit schwer erkrankt und verließ Ende 1989 den Sender. Danach arbeitete er als Pressesprecher und als Moderator für einen lokalen TV-Sender in Brandenburg. Seine Erinnerungen an die Zeit im DDR-Fernsehen und bei der Aktuellen Kamera schrieb er in drei Büchern auf und präsentierte sie auch immer wieder in Lesungen seinem Publikum.